bin hier, weil es kein... Nee. Ich bin hier, weil es letztlich kein Entkommen von mir selbst gibt. Solange ich... Scheiße, wie war denn das? Ich bin hier, weil es letztlich kein Entkommen von mir selbst gibt. Tja, Meister Geier. Meister Geier. Wie der Geier weiß das. Immer wieder das Gleiche mit dem... Es wird Zeit, dass mal wieder Messe ist. Messezeit ist Feuerzeugzeit. Damit man wieder ein paar Feuer einhalten kann. Das ist fix. Grüßt euch, Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Jo. Wochenreflexion, 27.12.93 bis 2.1.1994. In dieser Woche hatte ich alle möglichen Gefühle, die es gibt. Hass, Liebe, Wut, Trauer. Ich fühlte mich geborgen und alleingelassen. Am Dienstag hatte ich Stammaufnahme. Ich war nervös wie nie zuvor. Und als ich während der Philo ins Stocken kam, dachte ich, jetzt ist alles aus. Dazu sage ich ganz kurz, die Stammaufnahme war halt dazu da, dass man die Philosophie auswendig gelernt hatte. Die musste man da auch sagen. Und wer es nicht kann, der muss eine Woche länger warten. Ich hatte ja schon diese richtig harte Zeit hinter mir, als dieses Arbeitsbaby da, konnte gar keinen Kontakt zu den Menschen aufbauen. Und ich habe es gesehen an dem anderen, der mit mir zeitgleich da war, wie der sich hat also einleben können, Leute kennenlernen und dann natürlich auch seine Verträge machen. Verträge sind halt so Geheimniskrämereien vor den anderen, aber da hat man sich halt dann gegenseitig in der Hand. In einer Therapie hat das nichts verloren. So, dachte ich, es ist alles aus. Anschließend war ich überglücklich, dass ich es doch geschafft habe. Geholfen hat mir damals auch der Hüki dabei. Der stand neben mir, als ich das aufgesagt hatte, und hat ein bisschen geflüstert. Des Weiteren beschäftigt mich ein Mädchen, das ich nie bekommen werde. Mit diesem Gefühl werde ich nicht fertig. Es bringt mich an meine Grenzen. Notgeiler Hund war ich, logisch. Ich kam gerade aus dem Knast raus, wo nur Männer waren. Und da waren plötzlich wieder Frauen und es hat alles auf mich eingestürmt. Das ist, wenn man so lange Zeit nur grau, grau, grau sieht und plötzlich ist bunt. Das ist schon... kann man nicht mehr wirklich her seiner Sinne manchmal. Das dauert ein bisschen, bis man sich wieder daran gewöhnt hat. Als ich im Knast war, dachte ich, ich könnte mich nie mehr verdienen. Jetzt ist es mir doch passiert. Und dann auch noch in ein Mädchen, das nicht mich, sondern jemand anders will. Und zwar in der mit mir gekommen ist. Weil die konnten sich schön kennenlernen, ich war ja nur am Buckeln. Ich will und werde das Gefühl losbekommen. Selbstverständlich verliert man das nach einer Zeit wieder, wenn da nichts zurückkommt. Ein Gutes hat die Sache. Nun wird mir bewusst, dass das mit einem Grund ist, warum ich Drogen genommen habe. Daran werde ich arbeiten müssen und mich damit auseinandersetzen. Das ist richtig. Sogar bei den Zigaretten war es ein Mädchen, warum ich mit Zigaretten angefangen habe. Damals mit 16. Damals war es mit 16 noch erlaubt.
Und mit den Mädels ist nichts geworden, aber ich war Raucher. Und so war es auch mit anderen Sachen. Ja, blöd laufen. Silvester empfand ich als angenehm. Als guter Vorsatz habe ich mir gestellt, noch viele cleane Silvesters zu erleben. Sonntag ist es mir schlecht gegangen. So drogennah war ich noch nie, seit ich hier bin. Ich konnte direkt spüren, wie süchtig ich bin. Nervös, schweiße Hände, Bauchkribbeln. Ich war total down. Jo. Das war schon heftig. Ich hatte da die erste Mal in meinem Leben etwas zu Ende gebracht. Und zwar diese Eingewöhnungsphase. Die war für mich wirklich hart. Und ich war halt damals schon zäh, ohne Ende. Ich habe das halt einfach mitgenommen. Und egal, wie viel Druck von oben gekommen ist, umso mehr habe ich mich dagegen gelehnt. Umso mehr habe ich gesagt, das schaffe ich. Mir hat tatsächlich einer gesagt von diesem Therapeuten damals, der war auch kurz danach nicht mehr da, es war ein Ex-User auch, sagt er zu mir, ey, du wirst das nicht schaffen. Du schaffst diese Therapie hier nicht. Mit was er recht gehabt hat, ist, dass ich danach noch eine Runde gedreht habe, aber die Therapie habe ich geschafft. Und zwar habe ich 13 Monate da verbracht. Und ich hoffe, ihr begleitet mich diese 13 Monate. So, das war's dann. Schaltet das nächste Mal wieder ein, gebt mal ein Like, macht ein Abo. Ciao. Hi. Servus. Dich interessiert tatsächlich die Philosophie. Nun gut. Ich habe sie mir aus dem Netz rausgesucht, übersetzt und versucht, sie wieder so hinzukriegen, wie es damals war. Was wir da aufsagen haben müssen. Okay, also, ich bin hier, weil es letztlich kein Entkommen vor mir selbst gibt. Hier in der Gemeinschaft kann ich endlich klar zu mir selbst kommen. Ich laufe weg vor der Konfrontation der Augen und Herzen anderer. Ich habe keine Sicherheit vor ihnen, bis ich mein Innerstes erkenne. Angst davor, erkannt zu werden, kann ich weder mir selbst noch irgendeinen anderen belügen. Ich werde ich sein. Wo sonst aus in unserer Gemeinschaft kann ich einen Spiegel für mich selbst finden? Hier zusammen kann ich endlich mir selbst klar erscheinen, nicht als ein Riese meiner Träume, noch als ein Zwerg meiner Ängste, sondern als eine Person, als ein Teil des Ganzen, in meinem Anteil und seinem Zweck. Auf diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen, nicht allein, mehr wie im Tod, sondern lebendig für mich selbst und für andere. Richard Bio hat das geschrieben. Jo, das war gar nicht so schlecht. Ich habe das nur damals überhaupt gar nicht verstanden, was der Mann damit meint. Heute verstehe ich es besser. Eigentlich sollte jeder mal eine Therapie machen, so eine, weil es gar nicht verkehrt ist, wenn man mal ein bisschen was über das Leben lernt und dann miteinander und zwischeneinander. Peace.